Wow, wow, bevor das Spiel startet, ich packe heute eine komplette Box der niegelnagelneuen WM 2022 Sticker aus. Die sind noch gar nicht offiziell im Handel erschienen. Ich darf sie schon auspacken. Ich packe heute 100 Tüten aus im ersten Video. Ich würde mich freuen, wenn wir die 1000 Likes knacken. Und ich verlose heute auch direkt eine komplette Box. Also einer von euch kann direkt eine komplette Box gewinnen mit 100 Sticker-Tüten. Was ihr dafür machen müsst, ist ganz einfach. Die Teilnahmebedingungen stehen auch nochmal unten in der Videobeschreibung, wann aufgelöst wird etc. Ihr müsst auf jeden Fall einen Like da lassen. Ich würde mich, wie gesagt, sehr über die 1000 Däumchen freuen. Dann müsst ihr natürlich Abonnent meines Kanals sein. Ist ja auch klar, jetzt in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten geht es richtig los mit den WM-Stickern. Ich habe sowas von Bock drauf. Ich habe da viele Formate geplant. Und in die Kommentare schreiben, was denkt ihr, wer ist euer WM-Favorit? Wer wird die WM gewinnen? Das sind die Teilnahmebedingungen, ganz easy peasy. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein hier. 1000 Likes, wir gehen rein, Abfahrt. Und denkt dran, morgen direkt Let's Collect. Jeden Tag Let's Collect, FIFA World Cup 2022. Ich hab Bock. Und jetzt geht's rein ins erste Display Box Unboxing. Damit wünsche ich euch recht herzlich willkommen hier zu einem weiteren Unboxing auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und guckt euch diese wunderschöne Box an. Diese komplette Box werden wir hier heute auspacken. 100 Tüten. Wir werden hier heute einige Sticker auf dem Tisch haben. Und ich habe Bock. Ich habe so Bock. Ich bin so heiß. Ich nerve Panini schon seit Monaten. Wann kommen die Sticker? Wann kommen die Sticker? Wie sieht's aus? Ich bin heiß, bam, 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 bam. Und heute ist es soweit. Heute darf ich als einer der Ersten, wenn nicht sogar als der Erste, hier auf YouTube die Sticker für euch präsentieren. Das Ganze als Premiere. Das heißt, ihr könnt gerade live mit mir dabei sein und gerade mit mir kommentieren und euch die Sticker reinziehen. Ich habe sowas von Bock. Und es gibt noch 1, 2, 3 Sachen, die ich euch jetzt hier gerne erzählen möchte. Nämlich, ihr könnt die Sticker auch schon vorbestellen. Ich blende euch im Hintergrund jetzt hier mal den Panini Online Shop ein. Es gibt das Mega Bundle, sage ich mal, wo ihr komplett eine komplette Box bekommt. Und dieses Bundle bekommt ihr dann schon ab dem 22.08. Dann gibt es aber noch das Bundle mit der 120er Box. Mit der 120er Box füllt ihr das Album schon, sage ich mal, nahezu komplett. Und da bekommt ihr in dem 120er Bundle bekommt ihr auch noch die 2 Action Sticker garantiert. Die Action Sticker sind dieses Jahr auch sehr selten. Was wir uns ja auch gewünscht haben, dass es seltenere Sticker gibt. Was A, der erste geile Punkt ist. Und der zweite geile Punkt ist das DFB-Bundle. Das DFB-Bundle zeichnet sich aus, dass man da alle deutschen Spieler bekommt. Die ist normalerweise, also die deutschen Sticker gibt es natürlich als Porträtsticker im normalen Heft. Aber es gibt ja nochmal so ein Poster, sage ich mal. Und bei dem DFB-Bundle zeichnet es sich einfach aus, dass es da nummerierte Sticker gibt. Also Sticker, die es nicht irgendwie en masse gibt, sondern es gibt da nummerierte Sticker, es gibt One-of-Ones. Es gibt zu 22 und es gibt noch eine höhere Nummerierung. Ihr seht es jetzt gerade im Hintergrund eingeblendet. Also eine geisteskranke Idee. Das ist dann erst ab dem 23.09. Das heißt, wenn ihr euch jetzt schon das DFB-Bundle vorbestellt, und das gibt es ja nicht en masse, das gibt es ja nur für eine bestimmte, es ist limitiert, sage ich mal, das DFB-Bundle. Das heißt, es macht jetzt schon Sinn, das DFB-Bundle vorzubestellen. Aber dann bekommt ihr die Sticker natürlich erst ein bisschen später. Also müsst ihr für euch entscheiden, wie ihr es macht. Ich würde es euch empfehlen. Ihr könnt natürlich auch beides machen, ist ja klar, weil umso mehr, desto geiler, ist ja auch selbstverständlich. Das war das, was ich zum Panini Online Shop sagen wollte. Dann möchte ich noch definitiv sagen, dass ich mich auf die nächsten Monate mit euch gemeinsam freue. Ich freue mich auf Let's Collect, was wir wahrscheinlich direkt morgen starten werden, weil ich habe das Sticker-Album auch schon am Start. Also ich denke mal, wir werden morgen direkt reingehen. In Sticker-Heft. Ich werde euch das Sticker-Heft zeigen und dann gehen wir direkt rein. Jeden Tag 18 Uhr Let's Collect FIFA World Cup Katar 2022. Also darauf könnt ihr euch einstellen. Jeden Tag 18 Uhr Let's Collect. Und der letzte Punkt. Lasst natürlich ein kostenloses Abo da. Das ist ja klar. Wir nutzen die FIFA World Cup Katar WM als Sprungbrett zu den 100.000 Abonnenten hier auf YouTube. Mal gucken, ob wir es irgendwie nahezu irgendwie drankommen können. Mal schauen. Deswegen verlose ich euch heute auch an euch direkt eine komplette Box. Einer von euch kann eine direkte komplette Box gewinnen. Was ihr dafür machen müsst, hatte ich am Anfang des Videos gesagt. Ein Like da lassen, Abonnent sein auf meinem Kanal. Also sagt auch gerne euren Freunden, Bekannten, Kollegen, sonst was Bescheid. Kostenloses Abo da lassen. Und in die Kommentare schreiben. Was denkt ihr, wer wird die Weltmeisterschaft gewinnen? Das sind die drei Anforderungen,
Teilnehmerbedingungen und auch wann aufgelöst wird, steht auch alles unten in der Videobeschreibung nochmal. Und jetzt würde ich sagen, habe ich genug rumgeschnackt, ich habe Bock, check den Panini Online-Shop aus, der ist als erstes unten in der Videobeschreibung verlinkt, der ist auch unten in den Kommentaren nochmal angepinnt, weil ich weiß jetzt schon, Dennis, wo hast du die Sticker her, wo kaufst du die Sticker? Panini Online-Shop, da ist eure Anlaufstelle Nummer 1, Punkt, fertig, aus, wir gehen rein, ich hab Bock. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. 100 Tüten. Ich habe schon Sticker gesehen, weil die Sticker sind auch schon vorne im Stickerheft drin. Aber sie nochmal alleine in der Hand zu halten, die Sticker auszupacken, ihr wisst, was das für ein geiles Gefühl ist. Und jetzt habe ich auch wie so ein Lama hier das auf das Sticker-Display gespuckt hier. Mama mia. Leute, ich bin so heiß, ne? Ich bin so heiß. Endlich geht's los für klein und groß. Und auf meinem Kanal seid ihr natürlich perfekt richtig. Es wird Unboxing Battles geben, Dwarf Challenges, es wird Let's Collect geben, es wird verschiedene Special Videos geben. Ich verrate mal noch nicht mehr, aber ich habe absolut Bock und das ist alles, was zählt. So, wir starten rein. Wir starten rein. Ich weiß nicht, wie die Stickertüten aussehen. Sie sind weiß und in diesem Katarrot. Nicht weiß, das ist doch hinten so ein bisschen silber und vorne auch so silbermäßig. Und vorne nochmal mit diesem Silbereffekt. So sehen die Stickertüten aus. Und Leute, dieses Gefühl, ne? Wer würde jetzt gerade mit mir tauschen? Oh, 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 alter Falter. Ich leg mal die Stickerbox. Ja, wie mache ich denn das am besten? Ich leg die Stickerbox mal hier so rechts hin. Die Stickertüten lege ich hier oben rechts hin. Und dann haben wir jetzt genug Stickertütchen für das erste kleine Video. Aber ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht, weil das wird jetzt hier nicht innerhalb von 5 Minuten passieren. Ich lasse mir Zeit, ich genieße das Ganze, ich habe sowas von Bock und sag nochmal Dankeschön an Panini für diese Ehre, sage ich mal, die Stickertüten heute schon auspacken zu dürfen. Wir gehen rein und starten. Und starten, da ist ein goldener Sticker mit dabei. Und wir starten mit dem portugiesischen Torhüter Rui Patricio. Wir sehen das Logo, wir sehen die Position, wir sehen Gewicht, wir sehen Debüt, wir sehen Geburtsdatum, wir sehen die Größe. Also alles, was drauf gehört, sage ich mal, ist drauf. Also das Typische, sage ich mal. Und designtechnisch in diesem Blau, Lila, Hellblau, gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Gefällt mir richtig, richtig gut und ich stelle mir es immer so vor, ihr müsst euch eine komplette Seite vorstellen. Die komplette Seite ausgefüllt mit diesen Stickern. Huh, sexy, wirklich. Gefällt mir richtig gut. Erster Sticker, Rui Patricio. Dann haben wir Filip Duricic aus Serbien. Dann Matthias Vecino, Uruguay. Jordan Ayew und jetzt kommt der Goldene und die Goldenen, die Logos sind in Gold gemacht. Hier kriegt ihr auch das, den Code. Den Code kann man wahrscheinlich in der virtuellen Sticker-App wieder einlösen. Die werde ich dieses Jahr auch spielen. Oder die Sticker virtuell sammeln. Also Gold gefällt mir nochmal richtig gut. Also ich hätte jetzt mit Silber gerechnet, weil die Logos waren ja eigentlich immer Silber. Aber in Gold, das kommt ja mal ganz anders. Das schallert ja mal ganz anders rein hier. Zweites Pack. Starten wir mit dem ersten Engländer. Ich bin gespannt, wann wir den ersten Deutschen ziehen. Was denkt ihr? In welchem Pack? Das ist jetzt das zweite. Connor Cody. Dominguez. Daniel James. Hans Van Aken. Und Jesus Galado. Mexiko. Das macht so Laune, Mann. Es macht so Laune. Drittes Pack und ich freue mich jetzt schon, dann das nächste Video aufzunehmen. Und immer wieder. Danny Ward. Dann Bartosz Berezynski. Manchas Fotos gibt es auch. Hier haben wir, wo ist CR? CR7 steht oben rechts. Oben rechts steht er, der Krisch. Was meint ihr? Wird er dieses Jahr nochmal was reißen können mit den Portugiesen? Adrien Rabiot und Manuel Akanji aus der Schweiz. Das zweite Logo. Ich zähle übrigens 100 Tüten, wie viele goldene Sticker bekommen wir, würde ich sagen. Und Action-Sticker kann man ja auch zählen. Die Action-Sticker, ich konnte euch... Wahrscheinlich habt ihr die Action-Sticker am Anfang kurz gesehen, wo ich euch den Panini Online-Shop gezeigt habe, weil da konnte man sie sehen. Wir starten hier mit dem besten Kanadier, Fonzie Davis, oder mit einem der besten. Jonathan David zähle ich damit auch zu. Ezatollahi aus Iran.
Fred aus Brasilien und Luka Jovic aus Serbien. Dann Korea auch mit dabei in Beom-Rwang. Dann Costa Rica, Ricardo Blanco, Alexandro, Jordan Ayew ist jetzt doppelt, glaube ich, ne? Und Kalidou Koulibaly, Senegal. Noch kein Deutscher mit am Start. Ihr könnt auch direkt schon, oh, zwei Golden in einem Pack. Ihr könnt auch schon direkt gerne in die Kommentare irgendwelche Challenges schreiben. Das machen wir natürlich auch. In 10 Packs, wie viele Deutsche? Wir suchen in 20 Packs CR7. Wir suchen CR7 und Messi in 25 Packs. Oder. Wir suchen Weltmeister 2018. Wie viele Bayern-Spieler bekommen wir in 20 Packs? Also da ist eure Fantasie. Keine Grenzen gesetzt. Diatta. Ben Mustafa. Kroatien-Logo. Dann Puschatz. Und das Belgien-Logo. Das heißt 4 goldene bis jetzt aus dem... Boah, ich hab nicht mitgezählt. 5., 6. Pack. Auf jeden Fall zu wenig. Also zu wenig Packs, die wir geöffnet haben. Matthäus Glich. Dann Nikola Milinkovic. Dann haben wir Andrew Redmayne aus Australien. Oh, es gibt auch 1970 Brasilien Weltmeister. Und wen erkennt man da? Da erkennt man einen Pelé, da erkennt man... Oh, bei den anderen bin ich raus, es tut mir leid. Das ist vor meiner Generation gewesen, aber Pelé erkennt man natürlich. 1970 Brasilien, auch gute Idee und wichtig, dass es solche Sticker gibt. Und auch gut geil mit dem goldenen Rand. Und dann haben wir noch Franco Armani, Argentina. Oh, da ist er. Es ist passiert. Leon Goretzka. Ich sag, Deutschland wird mindestens ins Halbfinale kommen. Die deutschen Sticker packe ich auch einzeln, okay? Und natürlich auch sowas wie Ronaldo, Messi und so, wenn wir den ziehen sollten. Nuno Mendes, Mohamedi, Kasper Schmeichel und Gideon Mensah. So. Weiter geht's. Mit Takuma Asano. Der neue Bayernstar Matthijs de Ligt. Felix Torres, Gonzalo Guedes und Mannschaftsfoto Senegal. Das ist aber ziemlich hier off-print. Links ist der Grand Miserabel, ganz, ganz klein. Und rechts ist der richtig dick, aber macht jetzt nichts. Da kommt der nächste Goldene. Johan Venegas, Costa Rica. Der nächste goldene Sticker kommt von Korea. Das koreanische Logo. Christian Eriksen, auch schön, dass er hier mit dabei ist aus Dänemark. Mendes und Arboleda, zwei Spieler aus Ecuador. Jin-Soo Kim, Korea. Costa Rica Mannschaftsfoto. Alisson Becker, Preciado und Matty Cash. So, dann Wuhu. Ich hoffe, wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Emiliano Martinez, Alfarai. Dann Radonjic, der Ex-Sertaner. Nemanja Radonjic, Serbien. Und Stefan S. Oyster-Kuejo aus Kanada. Ich freue mich jetzt einfach schon. Ne, das ist jetzt mal dahingestellt. Das hatte ich vielleicht vergessen am Anfang des Videos zu erwähnen. Natürlich, gar keine Frage. Eine WM in Spanien, eine WM in Portugal, eine WM in Frankreich, eine WM in England, eine WM in Deutschland wäre geiler gewesen als eine WM in Katar. Da müssen wir uns nicht drüber streiten, aber ich möchte mir den Panini-Sticker-Spaß nicht nehmen und deswegen sammeln wir oder sammle ich und ich hoffe, ihr sammelt die Sticker auch. Müssen wir uns nicht drüber streiten, es ist jetzt wie es ist, klar. Eine WM überall woanders wäre, fast überall woanders wäre geiler gewesen als in Katar. Das muss ich dazu mit erwähnen, hatte ich am Anfang vielleicht jetzt vergessen. Aber das auch nochmal wichtig, das ist mir jetzt eingefallen. Italien 1982. Also das werden auch die älteren Sammler enorm fühlen, dass es solche Sticker mit dabei sind. Ben Davis und da ist er, Jonathan David. Dann haben wir Pizzella und Raheem Sterling.
denn Ben Said, Rajkovic, Alvarez, Johnson und der kleine Ausraster, Pepe, dass er auch noch mit dabei ist. Ne? Debüt 2007, geisteskrank, Alter. Geisteskrank, der nächste Goldene, Steven Zuber, Dia und der nächste Goldene kommt von Frankreich. Frankreich 1998, da werde ich wahrscheinlich auch mehrere von erkennen. Das ist auf jeden Fall ein Zidane, das ist aber jetzt ziemlich klein. Ich muss mir den Sticker mal hier kurz vor die Augen halten. Dann ist es hier noch der, oh, wie heißt denn der Torhüter? Alter Falter. Ist es hier nicht noch ein, hier dieser, Desailly ist da noch mit dabei. Pires war es nicht, glaube ich, oder? Torhüter. Mann, der hieß mal mit E irgendwie eher. Nee, keine Ahnung, ich bin raus. 1998 Frankreich. Asmoun und Stefan de Vrij, Niederlande. Aber ist auch vollkommen egal, wer da drauf ist. Auf jeden Fall ist die Umsetzung geil und die Idee geil. Aris Gaeta. Und der ist natürlich auch geil. Der ist natürlich auch sehr, sehr nice. Den lege ich mal sogar extra hin, weil es der Rookie-Sticker ist. Es ist der erste WM-Sticker von einem Gavi. Und ihr wisst, dass Gavi, wenn der so weitermacht, eines der größten Spieler wahrscheinlich werden könnte. Frimines, Declan Rice, da kommt der nächste Deutsche, Pierre Koundé. Und das ist ein Leroy Sané. Und dahinter noch das Logo aus Ecuador. Leroy Sané. Und da kommt der nächste goldene Sticker aus Brasilien, 1958. Zack, dann González, Henry und Mannschaftsfoto Marokko. Dann Madibo, Danjuma, Joe Rodon, Rafinha und Irans Moharami. Leute, das macht so Laune. Ne? Ich könnte es den ganzen Tag jetzt schon wieder machen. Und wir sind nicht mal bei der Hälfte. Wir sind vielleicht nicht mal beim Viertel. Also ihr habt hier heute noch ordentlich zuzuschauen. Und ich hoffe, ihr seid auch die ganze Zeit mit dabei. Holt euch, keine Ahnung, holt euch einen Snack. Holt euch ein kühles Getränk. Und verfolgt das Video weiter. Ihr könnt auch gerne wieder, einer von euch kann gerne wieder so ein, wie bei der WM 2018, wie bei der Euro, bei den Display-Videos, die immer eine Stunde gehen, die eineinhalb Stunden gehen, da hatte immer jemand kommentiert, Minute 10 Goretzka gezogen, Minute 15 1 Sané gezogen, Minute 18 Gavi gezogen. Also so eine Timeline quasi mit den besten Spielern, das wäre auch geil für so, ne, für die nächsten Monate, dass man sich immer das Video nochmal anschauen kann mit den geilsten Spielern. Und dann nochmal ein Christian Pulisic. So, da kommt der Extra-Sticker und die sind selten, die sind sehr, sehr selten. Legend-Extra-Sticker. Und die sind sogar extra, das ist ein Pack mit 6 Stickern drin. Also die sind sehr, sehr selten, diese Sticker. Ich weiß auch noch nicht, ob die, wo die hingeklebt werden müssen ins Album, habe ich noch nicht reingeschaut. Aber die sind sehr, sehr selten, diese Extra-Sticker. Ich glaube wahrscheinlich nur eine in einer Box. No joke. So, dann haben wir Ali, Ben Davis, Fata Wu, Kovacic und Memphis Depay. So, ich leg mal die extra. Also ich glaube in einer 120er Box sind zwei garantiert drin. Das ist eine 100er Box, die 120er Box. Keine Sorge, wenn sie da ist, wenn ich sie habe, werden wir sie natürlich auch in kompletter Länge öffnen. Also 120 Tüten wird es auch nochmal als extra Video geben. Leute, ich werde dieses Jahr, ich habe so Bock. Eric Gutierrez. Australien-Mannschaftsfoto. Slimane. Puschas und Bernardo Silva. Vereinzelt sind hier ein, zwei Spieler doppelt. Aber dass es jetzt irgendwie illegal wird, ist es mir noch nicht aufgefallen. Ich glaube, bis jetzt zwei, drei Spieler sind doppelt. Und den nimmt man auch gerne. Den setzt man doch direkt hier schön neben Gavi, oder? Pedri und Gavi. Denn Bilal Ifa. Dann das Costa Rica-Logo. Der Sticker ist jetzt auch doppelt, 1970 von Brasilien. Und ein Christopher Nkunku, auch geil. Christopher Nkunku, ich bin gespannt, was er zusammen mit der Nationalmannschaft reißen kann. In Leipzig natürlich ein überragender Mann. Der Christopher.
Krychowiak, Armate, Fabian Scheer, Kasper Schmeichel und Kawashima. Bam. Dann der Ili, Ilkay Gündogan, der nächste Deutsche, der dritte. Australien-Logo, Dänemark, Gedesh Juranovic. Dann Furuyashi aus Japan, Benzema, The Dream, wird aus meiner Sicht dieses Jahr den Ballon d'Or gewinnen. Was denkt ihr? Carrasco, Mendes und das Deutschland-Mannschaftsfoto lege ich auch mal extra hin. Es ist ja im Prinzip ein deutscher Sticker. So, Borna Sosa, Hinkapi, Salman, Preciado und Thorgan Hazard. Ich werde dieses Jahr auch wieder, wie genauso zur WM, die internationalen Serien voll machen. Also, wenn die denn rauskommen und ich sie denn bekomme, dann werde ich natürlich auch Let's Collect zu der Schweizer Edition machen, Let's Collect zur internationalen Version, Let's Collect zur brasilianischen Version, Italien 1982, Noah Okafor aus der Schweiz, Jadon Shaqiri, Kamal Müller und Jan Sommer, drei Schweizer in einem Pack. Da grüße ich doch mal direkt die Schweizer Zuschauer, weil ich weiß, dass auch die Schweizer Zuschauer hier zahlreich einschalten werden. Und natürlich auch, wenn ich die Schweizer Zuschauer grüße, grüße ich auch die Österreicher und eventuell auch die polnischen Zuschauer und auch einfach eine, ne? Einfach, ich grüße einfach alle hier, komm. Dann haben wir Al, Oweis, Lukic, Dasari, einen Crepon und Kamerun, Mannschaftsfoto. Aber so langsam könnte man mal so in Richtung Messi, Ronaldo gehen, finde ich. Chul Hong, Oliveira, Abid Zadeh, Anthony und Frankreich Mannschaftsfoto. Oder in Richtung Kylian Mbappé, geht auch. Aber Kylian Mbappé ist gar nicht drauf. Okay, was wurde da für ein Mannschaftsfoto genommen? Da ist Mbappé nicht mehr da drauf. Mit da, ja, mit drauf. Matluti aus Tunesien. Talbi aus Tunesien. Uvicic aus Kroatien. Sharani aus Saudi-Arabien. Und Mohamed Dreger aus Tunesien. Dann haben wir Breel Embolo. Benette Costa Rica, Castelletto Kamerun, Plata Ecuador und Kamerun Mannschaftslogo. Jetzt hätte ich fast Foto gesagt, es ist das Logo. So, dann Almös Ali. Und ich sitze hier ein bisschen zu dicht, ne, wegen der Cap hier oben. Ali, dann Yunus Musa. Oh, Stadionsticker gibt's auch. Stadionsticker gibt es auch. Das ist das Altumana Stadium. Ja, lege ich ganz normal hin. Dann Sung Cho und einen Ofori. Ghana. Ich sag, wir werden safe wieder 1-2 Überraschungen haben. Ghana im Achtelfinale, Ghana im Viertelfinale oder so. Madibo. Dann Brasilien 1958. Hatten wir, glaube ich, auch schon, ne? Ja, 58. Dann das Katar-Logo. Müsste Sticker Nummer 6 ist das hier. FIFA World Cup 6. Dann Livaja. Und einen Laporte. Übrigens, die Sticker hatte ich gar nicht gezeigt, ne? Die sind nicht nachfolgend, also 1 bis 600, sondern Schweiz 1 bis 20, Kroatien 1 bis 20, etc. Falls das noch nicht aufgefallen ist, dann ist es wahrscheinlich spätestens jetzt aufgefallen. Rafa Guerrero. Kedir, Mannschaftsfoto Argentinier, Jetlin und Diogo Godin. Ich war bei Diogo Jota. So, Piotr Zielinski, Kanani, Hurstic, Yadum und Meria. Und wie gesagt, denkt dran, macht bei der Verlosung teil, sagt euren Freunden Bescheid in der Schule. Das Sammelfieber kann ja jetzt auch in der Schule wieder losgehen. Auf dem Schulhof Benjamin Pavard, Courtois. Ich denke mal, die letzten werden jetzt auch
die letzten Wochen der Ferien haben. Und die WM geht ja erst im November richtig los. Deswegen, und da ist ja das Sammelfieber erst richtig, dann sage ich mal, am Start. Ich werde jetzt schon sammeln, weil ich einfach der Sammler bin. Frankreich-Logo und Tejeda. Also wie gesagt, gerne bei der Verlosung mit dran teilnehmen. Werde ich wahrscheinlich auch nochmal auf Instagram machen. Aber da werdet ihr es dann logischerweise auch mitbekommen. Mike Magner, Suter, Amrabat, Valverde und Matt Turner. Also gerne auch Instagram auschecken, heiße ich PacksUnited96. Sergio Busquets, Al-Amri, Axel Witzel, Joel King und einen Hassan. Dann Tagar, aber schon lange keinen Deutschen mehr und auch schon lange. Oh, Tchouameni ist geil. Miguel und Hosseini aus Iran. Und der Stapel und Stapel wird hier immer größer und dicker. Heidewitzka. Aber ich habe mir dieses Jahr, um die Sortierung leichter zu machen, ich habe mir so ein Case gekauft, wo man die Sticker so professionell einsortieren kann. Dann mache ich da Deutschland, bam, 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 bam. Also ich kann ich euch mal zeigen, wenn es dann soweit ist. Weil ich werde auch zur WM, also eine Woche vorm Start oder zum Wochenendstart. Ich glaube, die WM startet ja Sonntag oder Montag und der Samstag davor. Wird es wahrscheinlich werden. Der Samstag davor wird es wahrscheinlich werden, wo wir innerhalb eines 6 Stunden oder 10 Stunden Livestreams. Da liege ich jetzt schon mal die erste Idee. Ich werde einen Livestream machen auf Twitch, wo wir 6 Stunden lang Sticker auspacken werden. Und das Ziel ist es, wie viele Panini-Alben füllt man in 6 Stunden. Oder halt dementsprechend, wie viele Panini-Alben füllt man in 10 Stunden. Das kommt noch drauf an, wie die Umsetzung ist, und da sitze ich dann auch nicht alleine hier, da habe ich dann auch tatkräftige Unterstützung, um halt wirklich einige Alben zu füllen. Lukas Paqueta, Remo Freuler und Frankreich 2018. Da haben wir sie. Die Allez les Bleus. Allez les Bleus mit Kylian. Mit Kylian Mbappé. So, die erste Hälfte ist jetzt hier tatsächlich bald rum. Hätte ich nicht gedacht. Und das ist auch schade, ehrlicherweise. USA, Logo. Vlasic. Dann hier wieder die Franzosen 1998. Da war ich 2 Jahre alt. Mabil und Bourigane. Dann Joachim Mele. Vargas. Fatavu. Lozano. Und Sainsbury. Zack. Aber wirklich jetzt, ne? Panini, ich will ja nichts sagen, aber einen deutschen Spieler oder einen Ronaldo würde ich jetzt gerne mal nehmen. Ich sag's, wie es ist. Rybus, ja, sag ich mal. Man muss sich bloß einmal aufregen. Man muss sich bloß einmal aufregen und da kommt der Manu. Der Manu, der 5. Deutsche. Und ein Luzza. So, das sind hier noch 6 Packs, die lege ich jetzt hier mal extra hin, das stört da oben immer, weil die goldenen Sticker schon ordentlich auf dem Tisch liegen. Kanada-Logo, Araujo, Van Dijk, Delaney, da war ein Sticker mehr drin, glaube ich, ne? Ein Mäh und einen Romelu Lukaku, weil der goldene Sticker auch noch drin, das waren 6 Sticker in einem Pack. Kann man mal machen. Ja. In FIFA hat man gesagt, Fake Messi, Angel Di Maria, Araujo, Barschem, Livakovic und Morita. Zack. Dann Eric Garcia, Gregor Kobel, Rodriguez, Ibassi und Josip Brekalo. Oder kommt, jawohl, Deutschland. Ramsdale, es ist ein Thilo Kehrer. Thilo Kehrer, und da haben wir die Unterseite vom Katar-Logo, glaube ich, ne, oder? FIFA World Cup 5, weiß ich nicht. Auf jeden Fall einen Logo-Sticker am Anfang. Vlahovic, dann Saudi-Arabien-Logo und Weston. Vlahovic natürlich auch geiler Typ, ne? Serbien hat auch ehrlicherweise keine schlechte Truppe.
Diogo Costa, Sivkovic, Milinkovic, Savic, alles Serben. Belgien Mannschaftsfoto und Erik Maxim Choupo-Moting im Trikot der Kameruaner. Au ja, au ja, au ja. Kylian Mbappé. Moin, sehr geil. Sehr, 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 sehr geil. Und darüber, Leute, über solche Sticker freut man sich halt einfach noch mehr als über einen Amala oder über einen Steven Bergwies. Aber die gehören natürlich auch mit dazu. Aber es ist halt einfach geil, wenn man Mbappé zieht. Wer fühlt's? Wer fühlt es gerade? Ich fühl's 100 von 10. Wie die ganzen Videos auf TikTok. Er ist eine 5 von 10, aber sammelt Panini-Sticker. 100 von 10, direkt. Switzerland-Logo. Brandon Aaronson, Ferreira, Dries Mertens und Chris Richards. United States. So, dann Polen-Mannschaftsfoto. Leandro Paredes, El Kuki, Madu und Mensah. Tunesien-Logo, Yamane, Khalilzadeh, Piette und Larrière aus Kanada. Kann er hier nicht? Kanada! Zack! Buon, Joe Allen, Ferran Torres, George Sanchez und der Vini. Der Vini-Vini-Fidelbus, Vinicius Junior, auch ein geiler Sticker. Komm, lege ich mal zu Mbappé mit dazu. Zwar nicht auf dem Niveau wie ein Mbappé, aber trotzdem ein geiler Sticker nach einer längeren Zeit, wo wir keinen geilen Sticker mehr gezogen haben, sage ich mal. Natürlich war Mbappé jetzt dabei, aber da war ja davor eine längere Durststrecke, sage ich mal. Oh ja, und der ist auch geil. Auch geil, dass er einen Sticker hier schon mit dabei hat, ne? David Raum. David Raum. Lee. Kastanje. Wer? Und Jan Vertonghen. Wie kann man die Sticker eigentlich? Kann man die so mitlegen? Ne, die muss man ganz normal. Und da sehe ich jetzt schon in den Kommentaren, Dennis, wie schaffst du die Sticker so schnell zu lösen? Das sind einfach jahrelange Erfahrung. Ja. Mehr gibt's da nicht zu sagen. Gouye. Al-Rubaye. Hongla. Und Al-Ghanam. Dann geht's weiter mit dem nächsten goldenen Sticker. De La Cruz. Uruguay-Logo. Damsgaard. Und wir haben 2010 Spanien. Und da werde ich euch gefühlt wahrscheinlich fast alle Spieler sagen können. Das ist oben rechts. Ich fange oben rechts an. Ich muss den Sticker gleich nah an mich herannehmen, weil die Sticker sind so klein. Ich muss da so rüberstielen, aber auf jeden Fall, was ich so erkenne, bis jetzt ist es ein Xabi Alonso oben rechts, daneben ist es ein Gerard Piqué mit der 11, muss ich leider passen, dann ist es ein Sergio Ramos daneben mit der 15 links, ist es dann ein, naja, das ist dann mit der 16 ein junger Sergio Busquets, dann ist es links daneben ein Pedro, darunter ist es natürlich Iker Casillas, dann ist es ein Andres Iniesta, ein David Villa, ein Xabi und ein Carlos Puyol. Bin mir nur mit der 11 nicht sicher. Und ein Angel Männer. Und das könnte aber so ein. Oh, wie hieß er denn? Dila. Irgendwas. Ah, ich bin mir nicht sicher. Al-Rawi, Katar, Cancelo, Legendo, Gomez und Ao Tanaka aus Japan. Auch Japan traue ich ehrlicherweise so eine Überraschung zu. Haizafi, Cilicin, Perisic, Roberts und Andrej Kramaric. Dann James Jago, Bukayo Saka, Oviedo, Lazovic und das Wales-Logo. Dann Matthew Wine, Jordan Pickford,
Abubakar, Sadio Mane, der ist, den lege ich auch einzeln hin, komm. Und ein Anthony Robinson. Ein Sadio Mane. Schon stabiler Sticker, Senegal. Mal gucken, was er mit Senegal reißen kann bei der WM. Komm, ich lege die mal ein bisschen weiter so nach oben. Die Stickertüten erkennt ihr ja trotzdem. Also wie viele wir noch ungefähr am Start haben. Ich würde jetzt Pi mal Daumen schätzen, das sind noch 35 Tüten. Italien 1938. Dann haben wir Gini Wijnaldum. Es ist Gini Wijnaldum. Luis Romo. Valencia und Al-Sheb. Das macht, wie gesagt, Leute, das macht... Ich weiß, ich habe es schon oft gesagt, aber ich muss es immer wieder sagen, es macht so Laune. Elias Scher. Rodri, Mexiko Logo, Velkovic und Ojo Wang. Aber wer halt noch fehlt, Ronaldo Messi. Ronaldo Messi Neymar. Wo bist du? Wie heißt der TikToker? Messi, Ronaldo. Wo seid ihr? Fantreffen, Berlin. Eden Hazard. Jakub Moda. Übrigens, TikTok könnt ihr auch sehr gerne auschecken, als ich Packs United. Talavera, Christensen und Otaif aus Saudi-Arabien. Und der nächste Deutsche, der Sulinho, Niklas Süle. Und ein Kai Havertz. Süle und ein Kai Havertz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 deutsche Sticker bis jetzt. Galindez, Ramsey und Raul Jimenez, sehr nice, Mann. So, dann geht's weiter. Nächstes Pack. Wir müssen hier quasi gemeinsam Ronaldo beschwören. Ronaldo, komm ran, Junge. Karriere, meint ihr damit Griechen? 1990, Deutschland, da sind sie. Erkennt man da jemanden? Ich würde sagen, den Jürgen Klinsmann erkennt man definitiv, den Lodder auch. Dann den Rudi Völler. Rudi Völler und dann ist es da oben noch Bremer. Oh, ich bin mir nicht sicher. 1990. Da müssten jetzt wieder die älteren Zuschauer kommentieren. Jan Bednarik, Kudus und das FIFA-Logo. Oder ich sag mal so, um es fair auszudrücken, nicht die älteren Zuschauer, die erfahrenen Zuschauer. Bin ich nicht clever? Simon Kjær. Junya Ito, Buchanan, Edinson Cavani und Yong Lee. Dann Jonathan Williams, Domagoj Vida, Leonel Moreira, Yaziri und Wayne Grant aus Australien. Da ist es wieder, aus Australien. So, wie wäre es bei... Boah, was war denn das? War das Confed Liga? Confed Cup? Ich weiß es nicht mehr. Kieré, Tamgatki, Acosta, Silvan Widmer und Adam Massina. Marokko. Oh, auch guter Mann. Darwin Nunes, Uruguay. Auf den schaut ganz Uruguay, sage ich mal. Ist natürlich noch ein sehr junger Bursche, aber so die Hoffnung, sage ich mal, der neue Hoffnungsträger. Ben Yedda, El Gabi und Keisha Fuller, Costa Rica. Dann Youssef M. Sagni, Tunesien. Goodwin, Australien. Hu Paik, Korea. Und zwei Golden in einem Pack. Ghana-Logo und Polen-Logo. Sehr geil. Ich zähle die goldenen Logos durch. Oder die goldenen Sticker. Und ich zähle, ja, Action-Sticker muss ich jetzt, Extra-Sticker, Action-Sticker. Muss ich jetzt nicht durchzählen, ist einer. Und ich glaube, das wird auch bei dem einen bleiben. Milinkovic, Savic, John Stones und André. Oh na. So, Youssef N. Nasri. Al-Haidos, José Fonte.
Caleta K und das nächste Stadion. Die Stadion sind ja auch selten, oder? Ahmad Bin Ali Stadium. Also zumindest bis jetzt das zweite Stadion innerhalb von 80 Packs oder so. Kai Walker. Raul Moutinho. Japan Logo. Dann Tunesien Mannschaftsfoto und der Paule. Der Paule. Paul Pogba. So, Christian Romero, Argentinier. Zwiliarski, Daily Blind. Auch ein guter Mann. Kevin De Bruyne und ein Fabinho. Jetzt geht's ein bisschen besser wieder los, ne? Kevin De Bruyne. Wenn ich hier einen Vinicius, einen Mané hinpacke, lege ich auch einen De Bruyne hin. Komm. Ne? Muss ich machen. Muss ich. Sag ich. Katar-Logo. Szymanski. Brave Wave. Budiaf und André Ayew. Wir hatten Jordan Ayew, aber André Ayew hatten wir, glaube ich, noch nicht. Ihr seht es, die Doppelquote, die doppelte Stickerquote hält sich in Grenzen. Bevor ihr wieder die Bild berichtet, doppelte Sticker, abgekapertes Spiel von Panini. Könnt ihr hier sehen, könnt ihr genau analysieren. Könnt ihr einen Praktikanten an dieses Video ransetzen und könnt genau analysieren, wie viele Sticker sind doppelt. Mohamed Muntari, Jules Koundé, Ismail Assar, Djibril Sow und Daniel Malen. So. Ne, das ist die untere Hälfte. Den hatten wir beim letzten, wir hatten irgendwas anderes gezogen. FIFA World Cup Karte hatten wir noch nicht. Konda, Sarabia, Unai Simon und Pasalic. Der Stapel kippt auch gleich. Der Stapel ist so riesig hier. Hilfe. 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 Josko Guardiol. Guter Mann. Croatia. Mason Mount. Auch ein guter Mann. Mendy. Fai. Und ein Jota. Da ist er. Hatte ich vorhin schon gedanklich im Kopf. Und jetzt ziehe ich ihn auch. Und da kommt der nächste Goldene. Ach, das ist hier der. Ist das ein Maskottchen? Ist das das Maskottchen der Katar? Also der WM? Dann hatten wir vorhin die andere Hälfte davon. Pau Torres, das nächste Stadium, das Education City Stadium. Und Argentinier 1978. Argentinier, Argentinier. Hoppa. Schalz. De Catalaere, Matthew Leckie, Exertana, Calvin Phillips, Kroatien, Mannschaftsfoto und Carlos Grezzo, Ecuador. Und das könnte wieder. Ah ne, das Pack hat sich ein bisschen dicker angefühlt. Eduard Mondi, Rocher, Bergwijn, Portugal-Logo und Daniel Was. Was ist da los? Wo ist Ronaldo? Wo ist Messi? Einen der Weltstars haben wir ja, Mbappé. Und das ist ein Felipe Coutinho, hat auch einen Sticker bekommen. Der Felipe. Dann, jetzt geht's aber los hier mit den Stadien. Khalifa International Stadium. Azpili. England 66. Granit Xhaka und Roman Seis. Und das sind noch 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Sticker. Tüten. Kein CR7. Bitte. Ich möchte bitte, 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 bitte CR7 noch ziehen. Den nächsten Deutschen ist auch in Ordnung. Robin Gosens. Renato Sanchez. Ahmed und Kiefer Mohr. Kiefer Mohr. Und auch nochmal der Hinweis, falls ihr die Sticker jetzt auch schon sammeln möchtet, bestellen möchtet, vorbestellen möchtet, auf sicher gehen möchtet, DFB-Bundle ist begrenzt, ist limitiert. Auschecken, Link unten in der Videobeschreibung. Jonas Hofmann, nächster Deutscher. Und Saman Godos. Und wie gesagt, auch gerne beim Gewinnspiel mitmachen, einfach kommentieren, liken, Abo dalassen.
und mit etwas Glück eine komplette Box kostenfrei abstauben. Tunesien-Logo. Bunu. Minamino. Jackson Irvine. Und Aaron Long. David Raum. Jetzt haben wir den ersten Deutschen doppelt. David Raum ist doppelt. Sehen wir hier unten direkt. Djiku. Brozovic. Und da ist er. Ich habe zwar gesagt, ich möchte CR7 ziehen, aber ist auch in Ordnung. Lionel Messi. 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 Boom, Junge. Und ein Timo Abi dahinter, noch ein Timo Werner dahinter. Also jetzt nimmt's Gestalt an hier. Lionel Messi, Mbappé. Sehr geil, Mann. Was denkt ihr, wird Messi nochmal was reißen können dieses Jahr? Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass Portugal mehr reißt als Messi und Argentinien, ist größer als... Ja, ist größer. Ich sag, Portugal wird weiterkommen als Argentinien. Das ist meine Aussage. Gouye, Griezmann, Bachkok und ein Alistair Johnston aus Kanada. Oh, geil, Mann. Geil. De La Cruz, Arnold, Henderson, Doku und Richarlison. Ich möchte gar nicht aufhören hier. Ich möchte nicht aufhören. Al-Rawi, Iran-Logo, Duke, dann Spanien 2010 und Thomas Meunier. So, jetzt muss ich einmal kurz den Stapel gerade rücken. Weil der wäre jetzt gleich wirklich gefallen. Hi Safi, Kim, Cissé, Toni Rüdiger. Ich glaube, die Deutschen haben wir gefühlt komplett. Al-Buraik. James Jago, Mohammadi, Al-Eldin, Borjan und eine Estrada. Jetzt wird es langsam eng hier. Ne? Wenn CR7 noch am Start sein soll, dann muss er jetzt kommen. Dann muss er jetzt kommen. Matthew Ryan. Torres. Danilo Pereira. Süleymana. Und das Schweizer Logo. Dann haben wir Italien 1938. Kim. Oh, El Pistolero. Christoph Piontek. Auch geil. Josviak und Shibazaki. Japan. 5 Tüten noch. Die letzten 5. It's final countdown. Come on. Elias Scher, Osako. Kup Meiners. Gravenberg und einen Pavlovic. Oder wird das eine Displaybox ohne CR7? Ist ja auch mal spannend zu erfahren, ne? Eden Hazard, Ruben Vargas, Kibembe, Moreno und Cano. Und Süle. Süle auch doppelt. Dennis Zakaria. Dänemark Logo. Mbabu und Funes Mori. Jetzt sind es noch 2. Stellt euch mal vor, im letzten Pack CR7. Kaye. Deutschland 1990. Alvaro Morata. Kommt nah dran an CR7. Und ein Dusan Tadic und dann noch der offizielle Spielball. So, jetzt ist es, Leute. Jetzt ist es wirklich passiert. 100 Tüten haben wir durchgezogen. 100 Tüten in einem Video. Ich würde mich sehr über euren Support freuen. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Letztes Pack. Wenn er jetzt hier am Start ist, ne, dann weiß ich auch nicht. Borges. Bentancur. Bounassar. Und das ist nochmal ein Stadion. Es ist das Lusail Stadium. Es ist kein CR7 am Start gewesen, aber ein Mbappé und ein Messi. So, ich zähle die deutschen Sticker durch. 100 Tüten.
Und da drin waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 deutsche Sticker. Zwei doppelt. Wir hatten ein extra Sticker. Wir hatten Messi, Mbappé, Mané, De Bruyne, Vini. FIFA-Logo kommt mal weg. Wir hatten, ja, Petri, Gavi. Und die ganzen goldenen zähle ich auch durch 100 Tüten. Wie viele goldene, wie viele Shinies, Digga? Wie viele goldene Shinies? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Wir haben CR7 gezogen hier. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. 47 goldene Sticker in 100 Tüten. Das war's. Leute, das war mir eine Ehre. Es war mir eine Ehre und wir machen natürlich weiter. Es ist nicht das letzte Video. Es ist das erste. Es ist der Anfang einer, wie soll ich sagen? Es ist der Anfang einer Geschichte. So kann man es sagen. Es ist der Anfang einer Geschichte und morgen 18 Uhr Let's Collect. Das heißt, wir blättern durchs Heft und ihr wisst, was das Let's Collect bedeutet. Wir öffnen jeden Tag die Sticker, wir kleben sie ein. Und es wird nicht das einzige Heft sein. Wir werden das, ne? Ich habe es gesagt, dass wir dieses Jahr durchdrehen werden. Und wir werden durchdrehen. Also in diesem Sinne, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Checkt den Panini Online Shop aus. Macht beim Gewinnspiel mit. Und dann bin ich jetzt raus. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.